Du hast nicht die leiseste Ahnung. Ich meine, das ist angerichtet hier in Paris. Frankreich oder Portugal, erleben wir heute den dritten EM-Titel Frankreichs oder die Premiere Portugals. Los geht's! Kein Offside von Nani. Nani schießt direkt. Da waren 4-5 Stück abgelegt. Payet. Griezmann! Kleben sogar an Eckfahne, diese Falter. Ball kommt in die Mitte, Kopfball auch. Rui Patricio steht Goldrich. Das ist die Aktion mit voller Wucht. Payet in diesen Zweikampf. Bin gespannt, was man zur Pause zu dieser Aktion sagen wird. Also die Portugiesen werden wechseln müssen. Es geht definitiv nicht weiter beim Superstar. Es sind bittere Tränen bei Cristiano Ronaldo. Er tut mir ehrlich leid. Payet. Schön gemacht von Sissoko. Rui Patricio. So, das war's von der ersten Halbzeit. Die Franzosen versuchen zu powern. Es ist eine Art Powerplay, das die Franzosen derzeit betreiben. Gute Flanke, Griezmann! Coman. Rutscht aus, hat den Ball aber immer noch. Coman, schön gespielt. Giroud! Aber gefährlich und die Wirklichkeit ist noch nicht vorbei. Hugo Lloris muss doch noch eingreifen und er tut das souverän. Nani, das war eine als Flanke getarnte Torschance, ein Schuss, den Lloris spektakulär wird. Starke Aktion. Der Schuss aus der Distanz. Coman. Rui Patricio. Im Endspiel. Gignac, eine Drehung, eine zweite Gignac. Pfosten! Oh! Also Gignac dreht sich hervorragend vom Pepe weg und dann. Und diese Szene, die läuft jetzt über den Stadionscreen, also über die über die Stadionleinwände und das Publikum im Ohr. Man schaut, geht der Ball nicht doch noch bei einer der Slow Motions ins Tor? Nein. 0:0. Das Endspiel um den Europameistertitel 16 geht in die Verlängerung. Resma mit dem Flankenball, der Kopfball. Uff, aber war Offside. Viel Gerangel da im Strafraum drin. Eckball kommt. Der Kopfball auch. Hugo Lloris steht genau dort, wo er zu stehen hatte. Oh, Latte! Nicht von Quaresma, sondern von Guerreiro. Er geht an die Latte. Hier, Guerreiro. Eder. Eder. Es ist die Einzelleistung von Eder. Wunderbar gemacht. Der schüttelt Koscielny ab. Schaut, schießt und trifft an Hugo Lloris vorbei. Lloris war einen Moment unkonzentriert. Denn eigentlich hätte er genug Zeit gehabt, darüber zu laufen. Aber es ist dieser kleine Schritt zu spät, den er da gekommen ist. Komm an. Flanke kommt. Möglichkeit vielleicht zum Ausgleich. Offside. Das Spiel ist aus. Portugal ist Europameister 2016. Was für eine Überraschung.
Der Traum einer Grand Nation zerstört. Und er, trotz Verletzung, trotz frühem Ausscheiden im siebten Himmel, Cristiano Ronaldo hat seinen Titel.